Hi Leute und herzlich willkommen zum Castle Clash Schloss Konflikt Let's Play heute am Montag. Und ich habe mir heute mal gedacht, ich roll heute zweimal mit euch, zweimal je drei und danach schauen wir wieder Leute an. Genau, und das machen wir jetzt mal. Ich schaue nur kurz, ob wir in der Gilde, ob jemand verlassen hat. Nein, natürlich nicht. Bin ich sehr stolz drauf, dass so viele Leute so lange in der Gilde bleiben. Natürlich, Inaktive muss ich kicken, also wer länger als 10 Tage inaktiv ist. Entweder schreibt er mir auf YouTube, warum er inaktiv ist, oder er wird gekickt. Das ist so, damit muss man leben. Dann mache ich mal kurz noch schnell meine Mission hier fertig, wenn ich sie denn fertig kriege. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja, auf jeden Fall. So, da kann ich schon mal den einen Schleim abholen. Da muss ich nur noch den Angriff hier machen. Ja, den mache ich jetzt gleich. Dann, jetzt wird gerollt. Wirklich, Leute, jetzt wird gerollt. Zuerst sehr hart wird jetzt gerollt. Hier sind meine derzeitigen Helden. So sehen die aus. Den Schleim kann ich jetzt mal opfern, damit wir ein bisschen Platz haben. Aber ich glaube, Platz haben wir genug. Ich werde jetzt einmal ganz schnell rollen und einmal ganz langsam, also damit der Zufall wirklich mit uns spielt. Und ich habe das letzte Mal, wo ich hier gerollt habe in der Aufnahme, den Immortal bekommen, also jetzt nicht enttäuscht sein, wenn hier jetzt nichts Großartiges kommt. Ich glaube nicht, dass zweimal hintereinander ein richtig geiler Champion kommt, richtig geiler Held dazu. Jetzt drücke ich mal einfach drauf. Und da haben wir jetzt den Henker, den Kristallschleim. Kristallschlamm und Werwolf bekommen und jetzt bleibe ich mal länger drauf. Mal schauen, ob was Besseres kommt. Wie gesagt, es macht natürlich nichts aus, ob man lang drauf bleibt oder ob man kurz drauf bleibt. Es ist einfach Zufall. Und jetzt Scala Champion, Assassine und Kristallschlamm. Ich bleibe noch einmal auf 150, dann habe ich alle meine Juwelen ausgegeben. Rollen werde ich natürlich immer wieder mit euch. Und da ist ein hässlicher Peiner, die können wir jetzt alle mal opfern, die ganzen neuen Champions. So. So schnell sind ein paar tausend Juwelen weg, aber habe ich ja bald wieder. Zwei, drei Wochen, dann habe ich die wieder. Und das mache ich jetzt auch schnell mit Juwelen. Jetzt habe ich da so viele ausgegeben, warum nicht die auch ausgeben? Genau, und was ich noch sagen wollte, natürlich 300 Abonnenten, richtig, richtig geil. Ich möchte mich einfach nur bei euch bedanken und dazu wird morgen nochmal ein Video kommen, also in den Rashcon News werde ich noch ein bisschen mehr sagen, wann so die Abos kommen, wann so die Abo-Special kommen und wie das dann ablaufen wird, also morgen dann beim Video und jetzt schauen wir mal Leute an. So, der erste auf meiner Liste ist der Niklas 3070 aus Game Over. An manche konnte ich leider nicht okay, ich schaue dich an oder sowas schreiben, weil irgendwie hatten die irgendwie war das ein bisschen verzwickt, da konnte ich nicht direkt antworten. Also nicht traurig sein, wenn ich euch nicht gleich antworte, ich werde euch auf jeden Fall angucken. Und hier schon mal der Niklas. Die sind nur 6 Leute und sind auf Platz 614. Da ist einer mit 13.000 Macht. Niklas, Markox, Niklas. Biblion, die sorry. Also die haben hier drei Niklasse drin, sehr, sehr lustig. Und das ist der Niklas 3070 und der hat natürlich den Druiden, ganz klar, wer hat den nicht? Imhotep habe ich auch. Dann Donnergott hat er noch, den Kürbis, den Paladin und den geilen Zauberer. Wie gesagt, letztes Mal habe ich schon gesagt, ich nenne diesen Typ geilen Zauberer. Daran wird sich nichts ändern. Und der hat natürlich so eine Aufstellung, so eine ähnliche habe ich jetzt auch mit diesem Zickzack da, wie man so reinläuft. Aber ich suche mal kurz zurück. So, auf jeden Fall, wenn man so das Dorf anguckt als Angreifer, natürlich richtig geiles Dorf. Hier kann man einfach die Goldlager ausräumen, ganz einfach hier und hier ganz einfach alles ausräumen. Wenn ich der Typ wäre, dem das Dorf gehört, ich würde auf jeden Fall die Sachen außen rum stellen. Hat bestimmt seinen Sinn. Vielleicht hat er einfach zu viel von dem Zeug. Ich weiß es nicht. Aber es sieht nicht so aus, weil die Lager nicht voll sind, also warum stellt er die denn raus? Auf jeden Fall, dann der nächste ist der Tjaden aus Shadow Blades. Schattenschwerter. Da ist schon mal die Gilde. Auf Platz 905 und da ist der Tjaden
mit 16.000 macht. Der hat den Donnergott, Druiden, Imhotep, Eros und den Champion. Gold hat er auf jeden Fall schon mal schön in der Mitte geschützt. Ist auch eine coole Aufstellung, so wenn man die sich mal anguckt. Die sieht echt cool aus. Dann alle seine Gebäude hat er außen rum stellen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit seine Türme gehen. Der wird es schon so gemacht haben, dass die Türme auf jeden Fall bis zu den Goldlagern kommen. Wenn nicht, dann würde ich es nicht verstehen, weil er könnte das eher weiter dran stellen. Also auf jeden Fall geile Helden, cooles Dorf. Sieht man nicht oft. Dann, der nächste ist der Jason Domo auf einem US-Server. Den gucken wir dann gleich an. Dann, der nächste ist der Player King aus PKU. Mal schauen. Und da ist die Gilde PKU auf Platz 6506. 6 Mitglieder. Und da ist der Player King mit 23.000 Macht. Und er hat hier den Geistermagier, also den Zaubermensch und den Donnergott Kürbis, Imhotep und Druide, den lustigen Zauberer, Entschuldigung. Und der hat natürlich, also der Dorfaufbau, der gefällt mir richtig gut. Dieses Zickzack sehr lange ausgebaut, sehr, sehr geil gemacht. Alle Türme in der Mitte, hier die Verteidigungen schön mit den Armeelagern zusammengefügt. Also nichts hier ist ohne Schutz. Sehr, sehr cooles Dorf. Ein wirkliches Vorzeigedorf. Dann der nächste ist der Blackey aus Beuse. Mal schauen. Vielleicht habe ich es falsch geschrieben. Beuse. Oder ich muss immer mal schauen, ob das Blackey, vielleicht ist das die Gilde. Nee, tut mir wirklich leid. Also schreib nochmal unten in die Kommentare, wie du heißt. Und dann werde ich dich auf jeden Fall suchen. Dann der nächste ist der Baum HD in XXGermanX. Haben wir ja schon mal gesucht. Und ich weiß auch, warum wir den nicht gefunden haben. Weil ich sehe gerade, der ist auch auf dem US-Server. Das heißt, den schauen wir auch gleich an. Und dann ist noch einer aus den Orks. Von den Orks haben wir, glaube ich, auch schon mal einigen angeguckt. Na. Wenn jetzt... Ah, das sind die Orks. Auf Platz 340 und das sollen wir angucken, den Killer 1001, das muss der hier oben sein, der Anführer. Aber wir haben doch, glaube ich, wir haben da schon mal einen angeguckt. Ich glaube es zumindest. Orks, der Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich glaube, das war der Olaf irgendwas, Olaf 2000 irgendwas, auf jeden Fall sehe ich jetzt immer. Auf jeden Fall hier der Killer 1001, also 1001. Der hat den Paladin Succubus. Das hier müsste Druide sein, der versteckt sich da hinten drin, ein bisschen Ninja und das Nozilla. Vier Verteidigungstürme hat er, oh, die Mauern sind schon sehr hoch abgegradet. Dann Garnisonen hat er auch viele, also bei jedem Turm 3 Stück. Das heißt mindestens Level irgendwas selten. Ich schaue gleich nochmal nach. Die Armeelager würde ich nicht zu weit rausstellen, weil da kann man wirklich einfach einen Druiden, wenn der Level 100 ist, der macht die alle einfach weg. So stark sind Druiden auf jeden Fall. Aber der Rest ist gut geschützt, also waren wirklich ein paar schöne Dörfer dabei. Natürlich bei jedem ist Verbesserungssteigerung möglich, aber mein Dorf ist ja jetzt auch nicht das beste Dorf. Und darum kann ich eigentlich auch nicht so viel bemängeln. Dann wollte ich noch nachschauen. So. Da hat mir gerade jemand was geschrieben. Alex der Coole hat Hi geschrieben. Hi. Ich schreibe auch einfach aus Prinzip Hi zurück. Hi. Alter. Sehr, sehr geil. Sehr, wirklich sehr, sehr... Ach, das ist der... Ah, aha. So. Hi. Also, den Gildenboss an alle Mitglieder. Wir machen den heute Abend in der Halbzeitpause vom Fußballspiel. Mal schauen, vielleicht auch früher während des Fußballspiels. Ich weiß noch nicht. Ich werde euch auf jeden Fall in die Gilde reinschreiben. Also, mal schauen. Jede 10 Minuten online sein. Dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Und dann, was will ich noch sagen? Genau jetzt in 3 Minuten mache ich den US-Server.
Also auf dem US-Server mache ich den Gildenboss. Da wechsle ich jetzt gleich rüber. Also könnt ihr live mit dabei sein. Den haben wir auch schon mal geschafft. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist echt schwer. Und da schreibt gerade der Webbe: Danke, dass du mich gezeigt hast, Tim. Coole Gilde. Ich erst morgen Henker und Pein da durch Triton. Ja, Webbe, ich stimme dir total zu. Wir wechseln jetzt auf dem US-Server, also bis gleich. So, hier wären wir jetzt auf dem US-Server und hier wäre sogar der Baumhandel. Ich habe ihn gefunden. Und dann schauen wir den gleich mal an. Mit knapp 15.000 macht er den Donnergott, Champion, Succubus und den Druiden und Atlantikos. Das Gold alles in der Mitte. Auch schön die Lager hier. Das ist mal ein anderer Aufbau, habe ich auch noch nicht gesehen. Mit diesem Aufbau kriegt man zwar alle Ressourcen rein, aber leider nur Zweiermauern. Also ist mal ein neuer Aufbau und hier natürlich Armeelager jeweils mit vier verschiedenen Gebäuden. Genau, immer vier verschiedene Gebäude mit Armeelager. Wenn der Gegner schlau ist, setzt er immer hier hin, damit die Helden zuerst nur die Truppen angreifen. Der hat ja jetzt gerade gar keine Truppen, das heißt, hier kann man einfach schon mal 50%, schätze ich mal, mit den ganzen äußeren Gebäuden einfach so absahnen. Und dann sind halt nur die Ressourcen drin, aber ist mal ein ganz neues Dorf. Ein ganz neuer Dorfaufbau, wirklich coole Helden hat er auch. Keine schlechten Helden sehe ich da dabei. Also auch cooles Dorf, wirklich. Und ich rede hier auch keine Scheiße, ne? Und dann einer war noch dabei, genau der Jason Domo. Oder ich glaube, die Gilde heißt so. Jason Domo. Jason Domo. Jason Domo. Nee, 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 nee. Dann suchen wir doch mal. Godson Lee. Und ich kann hier wirklich nur das eintippen, was ihr mir auch auf YouTube geschrieben habt. Und leider finde ich es hier schon wieder nicht. Ich gebe nochmal Jason. Vielleicht Jason Domar. Auch nicht. Das tut mir jetzt echt leid, dass ich dich nicht finde und deine Gilde. Aber wie viel? Wartet, wartet. Wow. Ich hab mir hier ein Sternchen hingemacht. Weil ich glaube, der hat irgendwie geschrieben, dass er gewechselt hat. Also, wenn er jetzt da drin ist, ey. Wow. Battlefield 27 haben wir ja schon mal einen angeguckt. Und da ist er, der Jason Nomov mit 14.000 Macht. Yay. Bam. Gefunden. Und er hat einen Schnitter, Donnergott, Kürbis, Druide. Und Atlantico, also Schnitter ist wirklich sehr, sehr geil. Donnergott hätte ich auch gern, Kürbis auch. Druide habe ich ja. Also ich hätte gerne noch, ja, Schnitter, Kürbis, Donnergott, Druide und mein Imhotep. Also Atlantico wäre nicht so für mich, aber Imhotep dann. Und das wären so meine Traumhelden. Der hat auch diese Aufstellung mit den Zweiermauern. Der hat die Gilde in der Mitte, weil die natürlich viele Lebenspunkte hat. Und wenn die Gegner dann die Gilden angreifen, haben die Verteidigungstürme noch ein bisschen Zeit, um zu verteidigen. Hat seine Vorteile. Hier natürlich auch keine Truppen, ist immer ein bisschen schade. Aber alle Goldlager draußen, das ist fragwürdig, ob das so sinnvoll ist. Meiner Meinung nach sollte man Gold immer schützen. Ist sehr, sehr wichtig. Aber das ist ihm selbst überlassen. Wenn er sein Gold nicht schützen will, dann soll er es halt nicht schützen. Dann starte ich hier jetzt den Gildenboss. Aktiviert. Und ich schaffe ja auf meinem Hauptaccount auf Kaiser Tim so rund 400.000 Damage. Hier habe ich immer so 5.000 Damage gemacht. Jetzt nach dem... Oh. Jetzt habe ich ein bisschen zu spät gemacht. Jetzt nach dem Update schaffe ich, wenn ich es schaffe, bevor der Druide zusammengeschlagen wird, die Fähigkeit zu setzen, dann schaffe ich auf jeden Fall 100.000. Und es ist mit meinen Helden richtig viel. Und hier sind auf jeden Fall die 106.000. Und jetzt muss ich ein bisschen warten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, morgen natürlich Clash of Clans. Aber morgen auch wieder in den Rashcore News mal noch ein paar News über Rashcore. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Wie gesagt, schaut euch das Video morgen an. Es wird wirklich wichtige Informationen geben für alle, die profitieren wollen. Dann übermorgen kommt wieder Castle Schloss Konflikt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns, besser gesagt, wir hören uns bald wieder. Ciao, Leute!